Dass Özil da einen absoluten Fehler gemacht hat, der durch nichts zu rechtfertigen ist, das ist völlig klar. Auch die Äußerungen von Özil gestern haben das nicht nur nicht korrigiert, sondern eher noch schlimmer gemacht. Aber Grindel selber, indem er Özil zum Alleinverantwortlichen für das Ausscheiden unserer Nationalmannschaft macht, das ist abenteuerlich, diese Interpretation. Dass, wenn man gewinnt, man der Deutsche ist und wenn man verliert, auf einmal wieder der Türke oder was auch immer. Das erleben sehr, sehr viele Menschen in unserem Land und damit müssen wir uns endlich auseinandersetzen. Ich glaube auch nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland. Und ansonsten liegt die Wahrheit auf dem Platz, dass die Deutschen so früh ausgeschieden sind, hat wenig damit zu tun, dass Herr Özil sich mit Herrn Erdogan hat fotografieren lassen. Das eine ist privat, das andere ist sportlich. Und nur für mich ganz einfach zählen die sportlichen Leistungen. Er sagt doch, er ist da angegriffen worden, rassistisch. Und dann soll er doch bleiben und ein bisschen anders bringen und nicht jetzt so wie immer alle beschimpfen. Sie lassen ihn jahrelang für Deutschland spielen. Anschließend wollen sie ihn in dieser Art und Weise loswerden. Das geht nicht. Okay. Das ist reiner Rassismus, weiter nichts.